Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil Zero. Die Mitternachtsversion, schön abgedunkelt und besonders furchteinflößend. So macht das doch am meisten Spaß. Inhalt wird geladen. Laden beendet. Und Lautsprecher. Resident Evil Zero. So, Billy in der Halle. Laden beendet. Fortsetzen. Sind dies die leisen Schritte der Überlebenden? So, da wären wir jetzt wieder zurückgekehrt in der Umbrella Corporation Ausbildungs. Stätte sozusagen, wo der Ausgang versperrt ist. Und ich muss sagen, ich hatte gerade das Vergnügen mit Resident Evil 6 und habe wieder festgestellt, ich finde die alten Teile einfach besser. Ich weiß nicht, die neuen, die sind etwas überzogen, etwas dezent überzogen. Da haben die übermenschliche Kräfte schon fast unsere Protagonisten. Und naja, ist nicht ganz so mein Ding. Aber es hat auch seinen eigenen Charme, wie gesagt. Vor allem im Koop ist es sehr lustig. Es ist halt sehr actionreich. So, wo waren wir? Wir haben hier das Kraut mitgenommen und wir haben den Mikrofilm B. Und wir müssen ein weiteres Mal an diesem ekelhaften Viech vorbei. So. Das größte Problem, was ich fand, ist, dass bei Resident Evil 6, wenn du den Chris spielst, haben die den Zombies Waffen in die Hand gedrückt und Intelligenz. Und das fand ich irgendwie gar nicht so geil. Das hat halt total den Charme verloren. Das ist halt wie ein normaler Third-Person-Shooter. Und das ist irgendwie nicht das, was ich bei Resident Evil haben möchte. Über dem Bild steht etwas. Modeskette mitnehmen. Aha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Mikrofilmbild. Das Bild entsteht durch Aufeinanderliegen von Mikrofilm A und B. Nummern sind auf den Sitzen des Konferenzraums zu sehen. Okay. Das heißt, wir müssen einmal. Hier ist eine Tür. Ach, das ist die Tür, wo wir herkamen. Okay. Das heißt, wir müssen einmal in den Konferenzsaal zurück und den Mikrofilm, die Diskette einlegen. So. Ja, wieder elegant an dem Viech vorbei. Boah, Alter. Ich hasse diese Schleimviecher. Und wie gesagt, die Gegner verlieren ein bisschen an Schrecken. Sie mutieren wirklich sehr eindrucksvoll. Die normalen Gegner zu spinnartigen Wesen oder sonst irgendwas, aber naja, wie gesagt, es ist immer so viel Mensch übrig, dass die eine Waffe in der Hand haben können und das ist nicht ganz so das, was ich haben möchte. Abgesehen davon, dass die Gegner unsterblich sind manchmal, da war ein Endgegner, den haben wir fünfmal umbringen müssen. Also er war wirklich sehr, sehr hartnäckig. Humpeln wir weiter. Okay, Diskette. Moduskette. So. No loading. System wird gelesen. Zugriff abgeschlossen. Freigabesystem aktiviert. Geben Sie den Passcode ein. Passcode 2D. Kein Eingabegerät in der Nähe. Passcode 2D. Okay, dann müssen wir mal kurz zu den Akten.
Hier ist das. Oh, wir haben ein bisschen was vergessen. 2D. 2D. Also das müsste normalerweise hier sein. Entschuldigt, ich musste husten. Was? Wieso? Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Okay. So. Das heißt wohl, da muss noch Rebecca mitmischen, damit wir schnell genug sind. Rebecca nimmt einfach mal zum Spaß vorsichtshalber, wenn wir hier schon zu zweit rumstehen müssen, den Granatenwerfer mit. Man weiß ja nie. So. Ah ja, schon viel besser. Also nicht der Granatenwerfer, sondern es ist einfach eine bedrückende Musik, Kulisse im Hintergrund. Es ist nicht so viel Action, nicht so viel Tamtam, die ganze Zeit am Schießen. Die Musikkulisse bei Resident Evil 6 ist auch ein bisschen sehr verquer. Es ist wie so ein Actionfilm irgendwie. Total überzogen. Naja. Okay, also dann. Nochmal die Mikrofilme rein. Normalerweise müsste es passen. 2D. So, normalerweise stehen beide an der richtigen Position. So, einmal. Zweimal. Für beide braucht, aber okay. Wir haben soeben die Ritter wegbekommen. Also die Ritterschwerter eher. So, Rebecca. Du wartest mal wieder schön hier. So. Okay, wir machen mal weiter. Wir haben nämlich direkt hier unten, glaube ich, einmal Schwerter. Das heißt, es ist hier unten offen. Wo waren denn noch Schwerter? Aha, einmal hier durch sind Schwerter. Da haben wir einen längeren Gang. Und oben auch. Okay, wir haben drei Durchgänge. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir hier spielen werden. Ob es nach diesem Haus zu Ende ist oder ob man dann doch weiterkommt noch in eine andere. In eine andere Location. So. Draußen. Nein, Hunde! Okay, schnell weg hier. Oh, Hunde. Okay, ein stabiles Drahtgitter. Vielleicht gibt es ja noch einen Drahtschneider oder sowas. Was haben wir denn hier? Aha. Keine Reaktion. Die Stromzufuhr scheint unterbrochen zu sein. Okay. Das heißt, hier ist mal nichts. Aber wir können auch nach unten. Ich warte nur, bis irgendwo Hunde kommen. Okay. Die Brücke wurde zerfetzt. So, wir brauchen hier also was mit Strom. Draußen. Dann haben wir noch. Wir haben noch.
oben eine Tür. Das ist eine. Na gut, da gehen dann mehrere Gänge entlang. Und wir haben noch ganz oben auch noch eine Tür. Ich glaube, ich gehe mal zuerst ganz nach oben. Da ist es nicht so groß. Die Frage ist nur. Ah, ich glaube, ich weiß wohin. So. Wie sieht es eigentlich mit der Munition aus? Ich habe da jetzt gerade gar nicht geschaut. Eher schlecht als recht, sag ich mal. Was höre ich da? Was ist das? Okay. Das hört sich auf jeden Fall nicht an wie Zombies. Alter, die möchte ich eigentlich mit der Schrotflinte kaputt machen. Oder gar nicht. Gar nicht wäre auch nicht übel. Ja, Pistolenmunition. Okay. Sehr gut. Ah. Nicht schlecht. Ah, hier oben ist bestimmt abgesperrt. Okay. Aber was brauchen wir dafür? Aber es scheint kein Schlüsselloch zu geben. Aha. Okay. So, gibt es hier noch irgendwas von Interesse? Eine Nachricht ist in das Bedienfeld eingraviert. Die drei Grundprinzipien der Umbrella Corporation. Kriegen wir hin. Wie war das? Einheit? Gleichheit? Oh, die müssen wir einfach nur hier ein... Achso, okay. Die fehlen uns einfach noch komplett, okay. Na gut. Das heißt, es geht hier mal wieder einmal nach draußen. Uah. Das heißt, es gibt in der ersten Tür was für Elektrizität hier, was zum Eingeben. Schnell weg hier. Geht weg, ihr ekliges Viech. Gefiech. So. Das bedeutet, wir haben hier noch unsere paar Gänge übrig. Oh, wir haben uns bekommen. Ja, das ist schon mal wunderbar. Die hat uns nämlich dezent gefehlt. Da ist die letzte Tür mit den Rittern. Mehr haben wir nicht übrig. Das bedeutet, es muss hier irgendwas geben, was uns weiterbringt. Oder ich habe irgendwas vergessen. Eins von beiden Möglichkeiten. Nö. Alter. Ach, Scheiße. Alter. Rissen, die Dumme. So, nein! Falscher Knopf! Falscher Knopf! Falscher Knopf! Falscher Knopf! Falscher Knopf! Okay, es ist wohl Zeit. Das war das mit dem Kraut. Alter, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, shit. Alter, der eine war besonders stabil und ich glaube, der eine lebt sogar noch. Bleib unten! Bleib unten! Oha! Der hatte sogar nur noch einen Schuh an, der eklige Batzen da. Okay. So, wir haben hier eine große Doppeltür. Da kommen wir in einen Raum und wir kommen in einen Seitengang.